Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich stehe hier im Paul-Löbe-Haus im Deutschen Bundestag vor dem wunderbaren Weihnachtsbaum. Es ist Weihnachtszeit und wir haben nach wie vor eine geschäftsführende Bundesregierung. Wie es hier weitergeht, weiß jetzt noch niemand. Es werden jetzt Gespräche mit den Sozialdemokraten geführt. Insgeheim hoffen, glaube ich, alle, dass es im nächsten Jahr eine stabile Regierung geben wird, möglicherweise eine große Koalition. Aber da müssen wir einfach jetzt abwarten. Ich möchte auf diesem Wege Ihnen und Ihren Familien gesegnete Weihnachten wünschen und einen guten Start in das Jahr 2018. Wir werden dann wieder ganz vorne mit dabei sein und Ihre Interessen hier weiter in die Gespräche mit einbringen.